Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht, wirklich, es gibt wirklich keinen besten anderen, ich bin einfach, danke. So, auf jeden Fall sind wir hier gerade live im Stream, wie ihr vielleicht am Chat erkennen könnt, und ich analysiere hier ein paar Sachen, die vielleicht gerade super frisch rausgekommen sind, wie zum Beispiel hier eben Sofian mit Remontada, ich bin gespannt, wie sie es ausspricht, ich habe gar keine Ahnung, featuring AZ. Und wenn ihr das nächste Mal auch im Livestream dabei sein wollt und mich bestechen wollt mit ganz viel Geld, was ich als nächstes reagieren soll, dann dürft ihr das gerne machen mit Glöckchen an und so weiter. Ich bin auf YouTube und Twitch unterwegs. Unten sind alle Links. Wenn ein Link fehlt, dann, weiß ich auch nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. So, auf jeden Fall fangen wir jetzt mal an. Frankfurt. Force le barrage à la frontière. En remontada, soit je claque le bénéfice d'une vie entière. En remontada. J'ai le fuego et le ice, je rice. Qui veulent m'arrêter, ça finit nice. High soul, 86 GD device. Ça me saoule, ravitaille, reventaille, nice. Richtig la recette est dégueulasse, scheisse. C'est trop petit pour faire le sort. Je veux la couronne du roi, le bénéfice du clergé. Qu'on fasse la courte échelle comme quand la balle est perchée. Une victoire de la musique que j'irai pas chercher. Le charbon est surchargé dans la chapazon. À la tour Kada Casté dans la chapazon. Avec Nono et Sarou dans la chapazon. Avec Archados Ombre dans la chapazon. Je crois qu'on va y retourner en parodaf. Sois discret, y'a tout qui passe en parodaf. Détourner une chala qu'on est parodaf. On contrôle même leur vie, je crois qu'ils ont parodaf. Et le guitar crie bu. S'il y a les Schmitt, à l'affût. S'il y a les Schmitt, parle-moi en Bilka. Traumstraße. J'force le barrage à la frontière. Ouais, ouais, ouais. Diese Energie, Alter. Ja, ich schieß in dein Kopf ohne richtigen Grund. Sag mir vor wem, hab ich gezittert auf Straße vor wem? Und von wo kommt das Zeug in deiner Nase vor wem? Nimm noch was, gar kein Problem. Pap, pap, schießt aus dem Minivan. Brr. Frankfurt, Paris, City Gang. Brr. Stoff kommt da noch in Libyen. Vollkontakt wie ein Hooligan. Ja, ja, es war alles geplant. Alles lieb, bis die Haftwaffe kam. Wenn sie fragen, wer mit Handwaffen kam, sag ihnen, der Albaner war da. Je crois qu'on va y retourner en parodaf. Soit discret, y'a tout qui passe en parodaf. Détourner une chala qu'on est parodaf. On contrôle même leur vie, je crois qu'ils ont parodaf. Et le guitar crie bu. S'il y a les Schmitt, à l'affût. S'il y a les Schmitt, parle-moi en Bilka. S'il y a les Schmitt, j'force le barrage à la frontière. Ouais, ouais, ouais. En remontada, soit je claque le bénéfice du billet entier. Raymond. Ja, der Mix ist ein... Taunusstraße, sag ich doch. C'est comme en Frankfurt, mon Rob. On est là. Bouge pas. C'est la cité d'Europe, mon ami. So viel. Ja, so spricht man es aus. Sofian, Sofian. Gallusstraße, habe ich tatsächlich mal eine gute Zeit meines Lebens. Je veux classer le monde, la tête sortie du caisson, renverser l'industrie, inverser les saisons. J'ai cassé ma vie tout bas, la frais au tesson. Ma gueule, on va te laisser ta mère avec raison. Le drame est fortuit, le tir malencontreux, affranchi qui peut nous contrer. C'est nous contre les frères au contrit, la rue sous contrat. Dans le rétro, je vais te montrer, les loups sont plus nombreux. Je reconnais les faits, mais demain on sort, on consomme la flore, on partage les faits. Endors-toi, je l'ai fait, faire plier la faune, quadriller la zone comme personne l'a jamais fait. Je m'offre des terres, je m'achète même pas de sable, qu'ils aillent se faire foutre. Les autres, je vais me les faire, le reste, ça dégoûte.
je vais cribler des fers, je vais te mettre sur écoute ou je vais racheter WhatsApp. Frère, j'ai rien pu faire, du sang dans le décor fight. Oh, casser des portes, laisse-moi dans ma merde, pas besoin qu'on m'escorte. J'ai plus laisser le like, le rap c'est Mario Kart, la rue c'est Fortnite. À la fin du niveau, y'a personne qui danse, plus de cartes et dépression qui part, c'est la folie. Pas la logique, y'a plus personne qui pense, oublie ton colis, y'a plus personne qui lance, frérot. Das war stark jetzt aber. Die Beats, muss ich sagen, finde ich okay. Aber Sofiane finde ich stark, Alter. Check. Sans de la diligence, on va cardiaque le cocher. Le Far West, le charbon, je crois que je vais me faire embaucher. Il donne sa langue gauche à braquer par un gaucher. On peut faire cacher la montagne par un rocher. Jeter une pièce d'or qui cache le trésor. En pleine diversion, la réserve est fauchée. Retour aux pyramides, aux dinosaures. Le décor est moche et j'y suis toute la noche. Et le chargeur vide, il m'en reste une pour les traîtres. Ils m'appelleront maître si je les manipule. Je vois ce que je leur ai fait, je refais mes calculs. Si je prends du recul, ça c'est plus que du culot. J'ai des boules les pieds nus, mais je repars en pull. Un business model en forme de tarentule. Quelque part je t'emmerde, quelque part je t'encule. T'es plein de jalousie, va je fous d'elle en culo. Je vais remettre les mains dedans, je vais refaire de la matière. Je repars sain et sauf, je réchauffe la glacière. Je refroidis Paris, on m'appelle papa. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. On rajeunit pas, on devient vieux tôt. On négocie pas, on maintient le taux. T'oublies principal, y'a plus de balles au centre. Couteau dans le ventre, fusil dans le dos, frère. Nee, nee, ist nicht die Mainzer. Ich dachte, es wäre die Mainzer, aber da ist bei der Oper und so habe ich. Weiß ich aber nicht mehr, wie die Straße heißt. Ja, ich habe wirklich mal in Frankfurt gelebt und gerade Mainzer Landstraße und hinten im Gallus und so bin ich zur Grundschule gegangen. Im Gallusviertel. Mehrere Jahre in Frankfurt im Gallusviertel gewohnt. Krass, krass, okay. Ich fand jetzt, das waren ja quasi wie zwei Songs. Ich fand jetzt den hinteren Part fand ich sehr, sehr stark, weil ich finde, dass man, ich kannte Sofiane gar nicht, wie es vielleicht am Anfang des Videos schon gemerkt hat. Und ich fand das jetzt, da hat man richtig krass gemerkt, wie stark Sofiane tatsächlich ist. Ich mochte in der ersten Hälfte des Songs schon seine Power, diese. Es gibt so Rapper, so wie Ramo in Deutschland, die haben einfach diese Straße so krass in sich, diese Aggressivität und man hört das einfach so krass raus und ich finde das einfach immer so authentisch, so echt und ich finde, man hört das einfach raus und man kann das nicht simulieren, meiner Meinung nach. Es gibt viele Leute, die versuchen das, aber bei denen hört man das einfach echt raus, diesen Schmerz, diese Dinge, die die erlebt haben, diesen Hass und Leid und alles und das ist richtig krass. Und ich finde, das hört man bei Sofiane auch richtig krass raus, auch wenn ich kein Wort verstanden habe außer Mario Kart und Fortnite. Aber das ist schon, das finde ich halt richtig geil. Bei dem letzten Track muss ich sagen, bei beiden finde ich die Beats Geschmackssache. Ich finde sie okay. Es ist halt immer so mit diesen französischen Sachen, sind immer wieder mal so Sachen dabei, wo ich mich manchmal über die Beats wundere. Aber dann gibt es so diese Überbretter, wo du so denkst, so, Alter, was passiert hier? Hier weiß ich jetzt nicht, ich weiß auch nicht, von wem es produziert ist. Ich finde es jetzt auch am Ende, es ist nicht so richtig ein Klavier, sondern so voll digital irgendwie so und keine Ahnung, ja, es ist einfach eine persönliche Sache. Mir gefällt es jetzt nicht unbedingt und die Kick, die ballert zwar, hat jemand auch schön in den Chat reingeschrieben, das stimmt, die ballert. Ich finde aber, die macht in dem Kontext irgendwie für meine Verständnisse nicht ganz so viel Sinn, vor allen Dingen, weil sie was ist das denn, so eine, keine Triole, aber die spielt ja echt so ein Triple, so ein Du-Du-Du-Du und das halt super schnell und dann in diesem Stil, dieser Kick, wirkt das irgendwie sehr, sehr komisch, für mein Empfinden auf diesem Beat. Aber mag vielleicht auch wirklich an der Auswahl dieser Kick klingen, an dieser Kick liegen. Aber ist wirklich Geschmackssache. So, und beim ersten Part des. Ach so, und hier übrigens fand ich auch, dadurch, dass es dann natürlich alles ein bisschen zurückgenommener ist vom Beat und so weiter, war der Mix auch gut. Mix und Mastering für meine Empfindnisse. Ne? Das ist immer eher alles sehr subjektiv. Ich versuche so viel wie möglich objektiv euch zu vermitteln, aber ich sitze alleine hier. Deswegen ist es fast utopisch, dass ich da jetzt eine objektive Meinung abgeben kann. Das ist ja hoffentlich für jeden Intellektuellen hier verständlich. Ich finde aber, also ne, am Ende im zweiten Part,
war der Mix gut. Jetzt fand ich aber hier vorne in dem ersten Part die Stimmen teilweise, und das hat jemand auch tatsächlich im Chat geschrieben, finde ich immer schön, auch nicht ganz alleine dann jetzt mich hier fühlen zu müssen, ein bisschen seltsam an ein paar Stellen. Ich kann das verstehen, dass man das auch so empfindet. Jetzt ist aber die Frage, warum empfindet man das so? Deswegen mache ich ja diese Videos, nicht einfach zu sagen, ja, ist kacke oder ist nicht kacke, sondern auch mal zu sagen, warum ist es denn vielleicht besonders gut oder warum empfindet man das eventuell nicht so gut? Das ist ja auch alles so eine Empfangssache sozusagen, so wie man das eben für sich dann hört. Ich habe den Eindruck, klar sind hier zwischendrin immer wieder mal Parts, wo man die Masse der Männer hier hört, die reingemischt wurden aus dem Video vermeintlich direkt in den Song. Das kann man machen, finde ich eigentlich, das fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Falls das jemanden irritiert, könnte ich es aber verstehen. Aber dann wisst ihr zumindest, warum es so ist. Die haben einfach aus dem Video wirklich die Leute reingemischt. Ich finde das aber teilweise so ganz cool, weil es einfach diese Energie, die dann vor Ort beim Dreh stattgefunden hat, einfach nochmal überträgt auf den Zuschauer. Deswegen finde ich sowas eigentlich immer ganz cool, gerade wenn es so aggressivere Rap-Songs sind. Hier sind Parts, da sind die dann einfach im Studio entweder eine oder zwei, drei Personen öfter aufgenommen worden, vielleicht waren auch viele im Studio und wurden dann als Gruppe hier reingemischt. Ich glaube, es ist tatsächlich sogar nur Sofian. Und hier fängt es dann manchmal an, sich ein bisschen komisch anzuhören und anzufühlen, muss ich persönlich sagen. Weil da meines Empfindens nach vor allen Dingen zu viel Hall drauf ist. Glaube ich zumindest, viel zu viel Reverb drauf ist. Ja, und bei diesem Reverb, ah geil, sieht man hier noch seine Fußfessel. Bei diesem Reverb ist dann sogar dann auch noch dieser Reverb selber wurde dann eben auch sehr hoch angesetzt auf dem Frequenzspektrum, also sehr, sehr höhenlastig. Und dann noch ein Delay. Ja, kommt ein bisschen zu viel Raum vielleicht einfach. Klingt ein bisschen zu wet, könnte man jetzt sagen, ein bisschen zu nass, aber ist jetzt nicht nur hier der Fall. Ich hatte auch bei AZ tatsächlich auch den Eindruck, dass da zu viel Reverb drauf ist. Ich habe nichts zu verlieren, ja, ich schieße in deinen Kopf ohne richtigen Grund. Sag mir, vor wem hab ich. Ne, weil es klingt so super, super. Ja, einfach viel zu viel Raum drauf. Ja, das ist, glaube ich, echt der Grund, warum man das vielleicht ein bisschen so empfindet. Und insgesamt wirkt das dann alles ein bisschen zu undeutlich. Ich glaube, die wollten das einfach alles sehr groß klingen lassen und sehr aufbauschen. Und vielleicht haben sie da dann deswegen ein bisschen mehr reingedreht. Ich finde, es ist jetzt nicht so, so schlimm, aber es fällt auf, finde ich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere es vielleicht etwas irritierend findet. Ich finde es jetzt okay, weil für diesen Stil und so im Kontext ist es okay, finde ich. Ja, das wäre so meine Meinung. Und das, was ich aber jetzt nicht ganz so gut fand. Ja, also insgesamt der Mix ist halt, ich weiß nicht, die Kick und so, die geht schon fast komplett verloren, auch mit diesem Bass und so. Ich weiß nicht, ob das an dem Stil jetzt liegen soll. Und es klingt irgendwie ein bisschen überfordert, so zu hart in die Kompression reingefahren oder irgendwie so in die Richtung. Ja, klingt sehr rough fast, würde ich sagen. Also es ist nicht sehr, sehr ausgearbeitet, finde ich, im Mix. Könnte auch am Beat selber liegen, am Mix vom Beat, ja, oder was der Produzent, der reine Beat-Producer da vielleicht abgeliefert hat, weil es sind schon auch sehr heftige Sounds, ja, schon einiges irgendwie überladen oder so, weiß ich nicht. Also soundtechnisch jetzt kein Traum, sagen wir es einfach mal so, meiner Meinung nach. Aber so im Kontext ist es halt fett. Ich finde aber, muss ich ehrlich sagen, dass den zweiten Part viel, viel stärker. Viel, viel stärker. Ja, ihr könnt ja gerne in die Kommentare vor allen Dingen auch schreiben oder in den Chat, wie ihr das empfindet. Trotzdem kriegt das natürlich einen Daumen nach oben. Ist ja ganz klar. Und ich muss sagen, Sofian, krass, hatte ich gar nicht auf dem Schirm, wirklich überhaupt nicht.
Aber ja gut, wen wundert's? Ich bin da gerne mal hinterher. So, vielleicht können wir noch rausfinden, wer es produziert hat. Mix und Master sehe ich jetzt. Hier steht Kompositeur, aber ich glaube, das bezieht sich hier auf das Video, wenn ich mich nicht täusche. Wobei hier auch Beats steht. Also MI8 Beats, Therapy 2093 und Tedesco Prod. Ja, okay, dann sind das die Producer und dann steht hier aber nochmal Kompositeur, deswegen war ich irritiert, aber gut. Weiß ich bitte nicht. Naja, okay. Cool. Naja, Leute, was soll ich sagen? Danke für die Empfehlung und ich würde sagen, es ist Thumbnail Time. Ja, ich glaube, das reicht definitiv für den Thumbnail. Ich hoffe, ihr habt den Kanal schon abonniert und vor allen Dingen ein Glöckchen angemacht, denn wenn nicht, dann verpasst ihr nämlich das nächste Mal, wenn ich einen Livestream mache, auf Twitch und YouTube neuerdings. Also beides parallel, richtig, richtig geil. Ganz was Neues. So, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, Glöckchen für den Ehrenmann. Tschüss.